Moin, moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Die Platte Secret springt. Hitler! Ja. Hallo! Das ist gelabert. Einfach Sebastian ohne Grund einfach zwischen meiner Antwort gedreht. Ja. Ja, vielleicht habe ich meinen ja Satz vor dir dabei angefangen. Ist ja, egal, der Aufnehmer hat immer die recht. Übliche Runde und wer was ist, das seht ihr jetzt. Inno. Ich sehe das gar nicht. Boah, das ging aber schnell. Ich bin Trump. Ich bin Jar Binks. AJ ist Trader. Enough! Der ist rot. Das Duck reicht. Ich ihr dürft wieder hingucken. Es geht los. Und wer der Präsident sein wird, sehen wir jetzt. Mikkel! Alter. Das ist eindeutig meine Farbe. Am Arsch ist das deine Farbe. Für alle, Moment, wie macht das? Der Aufnehmende lässt immer seine Secret Roll offen, ne? Also ich lasse die immer offen. Musst du ja nicht. Ich mach die offen. Du kannst deinen eigenen Touch aber mit reinhaben, wenn du willst. Touch! Ich habe auch gerade die Handbewegung gemacht. Ich habe schon den aufnehmenden Touch, weil ich liberal bin. Also. Ja, ich auch. Guck mal, dann sind wir in einer Partei, Bro. Ja, keiner wollte übrigens zu Peter setzen, weil er Blähungen hat. Das ist ganz übel. Warum hast du das am Anfang mitbekommen? Ich glaube, das reicht aber, dass wir in einem Raum sitzen. Hast du am Anfang so ein bisschen das schon angefangen? Gehört, was gerade gesagt ja, ich habe jetzt angefangen. Ja. Und hast du es auch gehört? Ich hab mir meine Gedanken schon gemacht. Ja, okay. Dalu macht es gerade. Dalu denkt wieder zu kompliziert. Das einzige Problem, was ich habe, Dalu, ist, dass du grundsätzlich Frischo bist, weißt du, in dem Spiel. Was hat Dalu denn angesprochen? Er versucht dich gar nicht zu beeinflussen. Was hat Dalu gesagt? Er versucht dich nicht zu beeinflussen. Was hat er denn gesagt? Er hat halt gesagt, ey, Bram, hast du das gehört? Was ist das? Das ist ja nein. Ah. Aber so wie Dalu das schon wieder gesagt hat, finde ich auch schon wieder verdächtig. Ja, ich glaube, Dalu und Bram spielen, glaube ich, zusammen. Ich spiele mit Dalu immer zusammen. Aber ich glaube, hier haben wir einen schon, der in einem falschen Team ist. Mikkel? Mikkel, gib mal was. Was hab ich schon von den beiden? Mikkel, jetzt gib doch mal rüber hier. Die können doch gar nicht in unsere Karten gucken. Gib mal her. Kannst du direkt zwei Rote der eine von den drei aus. Fällt das nicht auf, wenn keine Karten mehr da sind? Ausgezeichnet. Ja. Hattest du die Wahl? Jetzt gibt's die Machtergreifung. Nee, warte, ich will mir das selber rüberholen. Okay, Dalu, Mikkel, was hast du abgelegt? Eine rote. Okay, also eine blaue bisher aus dem Spiel. Schick mal Bram in den Kampf, Peter. Schick mal den Bram in den Kampf, da finde ich gut. Ja, ja, das ist halt fair. Peter hat sich selbst gewählt, ich bin dagegen. Komm schon, Peter. Ja. Machen das. Alternativ kannst du natürlich auch mich als Kanzler nehmen, weil ich liberal bin, aber das würdest du nicht machen, weil ich ja danach Präsident bin. Ich will. Genau. Christian will. Und ich ewig gewählt. Will. Ja, ich will auch. Ja, will mich, Peter. Immer Kanzler komm hier, will mich. Will mich, Peter, will mich. Peter, warum überlegst du nicht mich? Hier. Ja, genau. Ja, du hast doch gerade gesagt, hier, Peter, warum komm. Ich dich nicht nehme. Ja, hier, Peter. Ich hab nur hier, will mich. Das jetzt, wenn er am lautesten brüllt. Hier, komm. Hey, Dalu, wen soll ich nehmen? Komm. Bramen. Hey, Christian. Nicht cool. Jay kommt ja gleich eh noch dran. Wir machen das jetzt. Wobei, vielleicht weißt du dann endlich, was Dalu wollte Bram haben. So. So, Peter. Weil er am weitesten von dir weg sitzt, der nicht so ein Schild hat. Oh. Sorry. Also hatte gar keinen. Jay ist auch für mich, das ist schon gut. Scheiße. Jay, du bist auch ein guter Freund von den beiden. Alle waren für Bram, alles ja, klar. Ja, guck mal, ich bin auch trustworthy. Ich hab die Wahl beeinflusst. Die Russen haben meine Karte umgedreht, ich kann da nichts für, das war Wahlmanipulation. Ja. Du meinst eher, die Russen haben dich erpresst mit irgendwelchen suspicious Sachen, die du in deinem Leben schon gemacht hast. Ja, das kommt auch. Ich piss gerne auf Peters Bettwäsche. Die haben das Badehosenvideo gesehen aus Las Vegas. Ach du Scheiße. Das sind jetzt auch immer die Fotos, die am Zoll, also wenn du mit dem Flugzeug einreist an der Scheibe hängst. Ey, ich bin danach Peter, äußerst du dich bitte dazu? Wow. Ey, was ist das denn? Drei Peter, Rote. Hallo. Drei Ach, rote. So, Peter, so sind einfach. Ja jetzt schon fünf rote raus und so nur eine einfach. Blaue. Er fängt ja ich gut ich an. Schon geärgert, muss ich zugeben. Ja, hat er ja kein bisschen. Peter, dir ist bewusst, dass du deswegen jetzt gerade ein bisschen suspicious bist, wa? Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich aus dem Spiel jetzt erstmal raus sein. Deswegen ärgert es mich auch so sehr. Ey, aber wir legen ihm eine Hitler-Karte hin. Also meinst du echt Secret Mikkel? Jay will mich nicht. Also Jay. Warum? Hä? Du hast eine blaue Karte gelegt mit Dalu zusammen. Okay. Okay. Das deswegen will ich nicht jetzt mal einen Komplott oder so, find, aber. Nee, das Peter ist generell zu vielleicht will er dich reinreiten. Das ist so unwahrscheinlich, dass du jetzt schon drei rote hattest. Wobei aber möglich, aber trotzdem. Wieso ist das so unwahrscheinlich? Ja, Peter, ja, weil da halt so viele blaue drin sind. Ja, aber noch mehr rote. Ja, ich sag ja nicht unmöglich, hab ich ja gesagt.
Michael, jetzt lass mich nicht hängen. Leck mir am kannst einfach für die Liberalen spielen, aber du selbst bist von der Wahl ausgeschlossen. Ich reiß das jetzt rum, das Ruder da. Ja, ich habe eh keine andere Wahl. Ich habe jetzt die drei roten bekommen. Ich bin am Arsch. Ja, Peter ist raus. Peter ist raus. Jetzt muss er nachdenken. Oh, Jay überlegt. Was für eine Taktik. Wenn man das immer ansehen kann, wenn das denn arbeitet. Die Taktik verfolge ich jetzt. Okay, da ist gerade eine blaue weggeflogen. Ich sehe ein Bild vor meinem geistigen Auge. Jay, ist da gerade eine blaue weggeflogen? Er darf sich doch noch gar nicht äußern. Ja, er kann es doch schon sagen. Weißt du, unter uns oder so? Welche von den zwei blauen? Okay, das ist super verdächtig, warum er gerade so lange nachgedacht hat. Na, ich hab zwei wenn du die Aufnahme siehst, ich hab halt die alle vergrößert, damit die Handyleute das sehen können. Achso, du meinst, du hast alle drei roten vergrößert, weil die alle so unterschiedlich aussehen. Genau, das ist halt korrekt. Das ist halt korrekt. Für die Farbe ist unmöglich, weil ich hatte tatsächlich drei rote und das kann ja dann rechnerisch gar nicht sein. Also dann sind ja acht rote jetzt schon raus. Guck mal, dann kommen jetzt noch blaue. Wen soll ich checken? Ja, guck mal, Peter, du hast. Ja, du kannst theoretisch mich checken, ja. Ja, check mal, ja, das finde ich eigentlich ganz gut, Peter zu checken. Ja, zwei Traitoren, die auffällig sind, checken sich gegenseitig. Weil, ich finde das gut, weil, also rein rechnerisch könnte es sein, dass es zweimal drei waren, aber ich glaube da halt nicht dran. Ja, dann müsste aber bei Dalu und bei Dingens müsste schon super viel passieren. Ja, da müssten blauen weggeworfen haben dann. Quasi, ja. Nichts, aber das weiß ich halt nicht. Aber Peter könnte sich auch beschissen haben. Oder jetzt Jay. Ich halte die aktuelle Lage zumindest für suspicious und nicht glaube, für richtig. Jay oder also ich glaube, auch, dass einer, ich glaube auch, dass mindestens Jay einer ist Kram ein Fascho. Das hat viel zu lange gedauert. Das Einzige, was sonst noch sein könnte, ist, dass Mikkel zwei blaue hatte. Jetzt mal ja rot und blau müsstest du eigentlich einfach unterscheiden können, oder? Also auch auf dem Handy. Ja. Warum solltest du drei rote? Das macht echt keinen Sinn. Jay, check mal. Ja, also alle drei roten Karten. Christian, gib mal deine Karte her. Du shootest gegen mich. Okay. Will ich dich mal testen. Weil deine Aussage Quatsch war. Ja, das stimmt, du bist echt suspicious. Ja, du kannst mir die auch reinlegen. Das ist die, ja. Das ist die richtige Party-Membership-Karte, die du mir gegeben hast. Wie die Zuschauer sehen, habe ich einen und was für eine Party-Member? Faschisten erwischt. Bullshit! Das ist jetzt nicht dein Ernst, Alter! Hast du die falsche Karte gesehen, oder was? Okay, also erst... Erst machst du da Blödsinn und jetzt wirst du in die Kacke reiten, oder was? Okay, jetzt ist es spannend. Am Arsch. Jay ist cool. Richtig. Das ist jetzt echt so spannend. Weil die Frage ist, mal ganz ehrlich, warum sollte man jetzt so einen Krieg anzetteln, außer man ist jetzt selbst Fasche und will der ganz Böse sein? Boah, und Scheiße. Bram ist also auch zusammen. Also, wir haben alle gesagt, er sollte Peter checken. Das wollte er aber nicht. Ja, richtig. Und dann hat der Christian, aber Christian hat auch offensiv gegen mich geshootet. Ja, hat jeder von uns am Tisch. Ja, hat jeder. Nee, aber Christian offensichtlich. Ohne, von Christian wirklich. Ach, offensichtlich? Nee. Du meinst, er ist Hitler? Und dann wollte ich nicht jetzt erkennen gehen. Was shootet ihr denn jetzt alle gegen Jay? Jay hat doch jetzt voll recht gehabt, Leute. Alles klar, Peter. Ja. Okay, Peter ist auch raus. Okay, Peter, Christian und Peter. Ja, aber die Fasche ist ja schon erkannt. Ganz ehrlich, ich habe exakt das wiederholt. Meinst du wirklich, dass da zweimal drei rote gelegt worden sind? Ja, ganz ehrlich, wenn Dalu und Mikkel vorher den ganzen Scheiß gemacht haben und jetzt alle irgendwie Bram so mega am Lachen sind, weil das, wenn wir, guck mal, wir kennen doch Jay, wir wissen doch, wie er funktioniert. Das ist doch jetzt alles in keinster Weise, also ich kaufe ihm das jetzt 100% ab, was er gerade gesagt hat. Echt? Glaubst du nicht, dass er eine blaue weggelegt hat? Schlecht. Und dass Christian wobei vielleicht es vielleicht sogar sein kann, dass er eine blaue weggelegt hat, nur um jemanden zu checken. Das würde ich Jay auch noch zutrauen. Aber nicht, stimmt, weil er fast. Aber das hätte er aber dann sagen müssen. Das hätte ich sagen müssen, das hätte ich auch gesagt. Ja, also aber ich ganz ehrlich, von der Art, wie er das gesagt hat, wie Christian reagiert hat von seiner Art und Weise, also das halt war ja offensichtlich Bullshit, wie er reagiert hat. Nee. Also, und warum wollte ich dann Christian gar nicht reagiert, Peter? Nee. Dann glaubt halt. Also da reagiert Peter gerade schlechter als Christian reagiert hat. Und die Frage ist, Peter, warum wollt ihr dich dann nicht prüfen? Okay, Sepp ist dann der andere noch. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Vielleicht ist Christian Hitler. Genau, Jay, dann erklär doch mal, warum wolltest du denn Peter nicht prüfen? Weil Christian mich dann richtig aggressiv angeschissen hat. Aus meiner Sicht. Tatsächlich nicht, dass der aggressiver Peter aus meiner Sicht. Der Einzige, der gerade aggressiv ist, bist doch du eigentlich, Jay. Ja, ich werde ja von allen Seiten angegriffen. Nee, frag doch ganz normal. Ich bin doch nicht böse. Da werde ich halt einfach, lauter und dann versuchen, mich durchzurangeln. Ja, aber nur weil du lauter bist, wird dein Argument ja nicht besser. Doch, ich fand mein Argument Dennis eigentlich ziemlich gut. Hier liegt der Schnitt immer noch. Ich habe vor allem noch einen Faschist falsch, ne? Erwischt. Ja, eben, wir ist doch noch besser. Ich habe eigentlich richtig gut gespielt. Problem ist aber halt, was ich nicht weiß, ist, ob du nicht eine blaue weggelegt hast und du
ein Fascho bist und gerade Christian Reinhardt. Ja, aber dann spiele ich doch ziemlich gut eigentlich, wenn ich so wie ich rede, spiele ich doch dann ziemlich gut, weil dann würde ich ganz gut lügen, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt, das macht dich gerade suspicious. Christian, du könntest mich oder Bram wieso macht mich das suspicious, wenn ich gut lüge? Wenn ich schlecht lüge, so wie Christian, macht mich das suspicious. Ja, aber vielleicht lügst du auch gut und du bist Fascho und Christian ist, will mich, also ich werde, also alle sollten, die mir zumindest glauben, sollten Nein machen. Ich hoffe, dass das ein paar tun. Ja, zwei Stück. Ja, Christian sollte nicht gewählt werden. Meinetwegen wählt mich auch nicht mehr, ja, aber nein. Und Peter auch nicht. Also spielen wir das Spiel. Wieso denn Peter? Also Peter hat. Zweit, genau. Ja, Peter hat halt auch. Also ganz echt, Peter und ja, Jay haben drei rote gelegt. Mikkel, ja? Also irgendwas kann da oben Runde nicht stimmen. Jetzt. Also wir beide. Also ich glaube, Jay, dass ja. Christian Faschist ist. Ja, danke, Christian. Ja, aber dann musst du, Peter, ja auch irgendwas Suspicious gemacht haben. Ja, ich habe drei rote gezogen und sonst. Ich hoffe noch, dass Sepp auf der richtigen Seite ist. Ich glaube, das sehen wir jetzt. Ja, vielleicht ja, müsst jetzt du das sehen wir das vielleicht noch oh, nein, nicht. Aber warum soll man mich jetzt auch nicht mit wie viel Faschos haben wir am Tisch, Jay? Fünf? Oh, nee. Neben dir? Nein, Christian, weil er doch offensichtlich. Ja, das sind die falschen Christian. Aber guck doch mal, nimm dich alleine. Denk doch einfach mal, überleg doch mal einfach. Wie kann man denn einen. Nee, pass auf. Wie kann man denn Christian, der von mir Fascho gecallt wurde, dann noch überhaupt trauen, dass man ja. Ja, aber wieso kann man denn hier nicht trauen? Dann hätte man ja mich und Christian rausnehmen können. Das ist ja, doch aber genau nehmen wir mal an, du hast drei rote abgelegt, Peter hat drei rote abgelegt. Okay, Dalu. Kann doch keiner mehr sein. Auch nicht alles klar, Dalu macht sich auch suspicious. What the fuck? Ja, alles kann jetzt keine mehr sein. Er muss das. Du suspicious. Es wurden doch schon. Es wurden schon acht rote abgelegt, laut deiner Aussage. Ja, der kann ich hab doch niemals eine Aussage gemacht wegen den roten. Ja. Das macht die ganze Zeit Bram. Siehste? Ist ja, alles ich versuche halt ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich zwei blaue. Ja, gezogen. Genau. Ja. Und warum darf ich dann nicht ja wählen, wenn ich eine blaue lege? Ja, das kannst du ja super machen, aber trotzdem argumentierst ja, danke schön. Und ganz ehrlich, Jay, deine Aussage mit, warum das so lange dauert hat, ist ja auch vollkommener Bullshit. Ja, er hat sich alle drei roten Alle drei roten Karten, da muss ich Schreibfehler auf der Tasche. Er läuft den auf dem Handy. Ja, also das war Christian, was hattest du? Liebe Zuschauer, tut mir halt leid, dann darf ich das in Zukunft nicht mehr machen. Was weil hast du ich ja dadurch direkt dann aggressiv eine blaue. Auf dem Handy werden die doch erkennen, ob was rot oder blau ist. Das ist doch nicht aggressiv, das ist doch sachlich. Ja doch, ich werde da, okay, dann werde ich nicht, werde da deswegen angegangen. Ja, klar, dann kann ich das nicht mehr machen. Dann, das ist ja auch suspicious, das musst du doch zugeben. Ey, Bram, wurdest du schon gewählt? Kann ich das halt nicht mehr machen. Irgendwann ist ja mal gewählt. Ja, einmal wurde er gewählt, alle drei rote bekommen von Peter. Ah ja, stimmt, genau, ich habe von Peter die drei roten kassiert. Okay. Schade, aber, Jay, du musst doch zugeben, wenn da Peter jetzt alles passiert wäre, würdest du noch auszuspischen. Peter hat drei rote gehabt, Jay hat drei rote, da sind nur noch blaue drin. Geht doch gar nicht. Ja, guck mal jetzt mal, da dürfen jetzt nur blaue drin liegen. Also ich habe eine blaue ja abgelegt. Er hat ja eine blaue weggelegt, aber da müssten da trotzdem noch drei drin sein. Jay, spürst du den Frust? Warum hast du denn nicht die rote abgelegt? Der Frust ist aufnehmend in liberal. War das nicht zu gefährlich, mit trotzdem die Wahl zu lassen? Das ist halt echt krass. Irgendwann aber hast du jetzt schon liberal. Schöne gibst ist, du einfach auf und dann ist egal. Ich werde gleich irgendwann einfach richtig schön am Ende dann sagen, ihr Wichser. Ja, aber dann du hast trotzdem deinen Spielstil. Selbst ja, wenn du. Da kann ich doch nichts machen, wenn ich drei rote ziehe als liberale und dann Christian auch noch erwische, weil ich so klug war. Weil er mich so aggressiv angegriffen hat. Das spielt Christian nicht. Christian spielt danach, nicht so. Dass du Peter schützen Christian spielt nicht so. Der spielt nie aggressiv. Ja, aber selbst wenn der, von mir aus Fascho ist, ja? Selbst wenn du da mit dem Kram schützt, da stellt sich trotzdem die Frage, warum Christian und Peter fehlen noch. Ich werde mich da nicht unterkriegen lassen. Ja, hoffentlich. Das einzige Problem war einfach nur, dass du sagtest, ich habe alle gar nicht umgedrückt und es war nicht, weil ich gewählt habe. Okay. Alles klar. Also, wie gesagt, ich verstehe halt nicht, warum. Also, selbst wenn Christian jetzt Fascho ist, okay, aber ich verstehe halt nicht, warum du Peter nicht gedingst hast. Und warum du so lange gebraucht hast, Mikkel die Sein Karten zu geben. Sein Gefühl hat ihm halt gesagt, ey, mit ja, Christian könnte ich den Fascho erwischen. Das wie so war lange mit, den Karten? Mit den Karten? Er hat drei rote gezogen ja, und hat eine halbe Stunde wahrscheinlich gebraucht. Wirklich gezeigt. Ach so. Ach so, ja, hier natürlich, steht Peter. Ein anderer Text drauf. Das ist unglaublich. Wie ja, guck, habt ihr nicht gerade gehört, wie er reagiert Alter. Hat, als ihr gesagt habt, also der ist ja richtig eingeschnappt, weil er jetzt den Zuschauern nicht mehr die Karten zeigen darf. Er darf also halt so nicht. Guter Schauspieler ist Jay jetzt auch Karten wieder nicht. Doch, er hat überlegt, was er macht. Ja. Leider funktioniert das nicht. Er hat ganz einfach überlegt, welche Taktik er verfolgt. So, weißt du, ich mach eine blaue Spiel einfach weiter. Ja, ich musste eine blaue weglegen und Jay und Peter weiter und dann ist gut. Ich habe zwei blaue gespielt. Ja, ich habe eine rote weggelegt. Eine rote weggelegt. Hättest ja Peter checken können, so wie alle es wollten. Damit halt alle.
Ah, er hat einen Liberalen erwischt und dann wären wir wahrscheinlich beide die Faschos gewesen. Ja, genau, ja, sind wir jetzt aber auch dummerweise. Ja, genau, das ist so ein Quatsch, ey. Das ist aber jetzt Mädels, von den Blauen kommt's aber fast hin, ne? Von den Blauen kommt's fast hin. Christian hat einen Blauen weggelegt, ich hab einen Blauen weggelegt. Nee, ich hab keinen Blauen weggelegt, Bram hat aber einen Blauen weggelegt. Das heißt, es waren fast alle Blaue nachher aus dem Spiel, also bis auf eine. Die könnte da in dem Stapel noch drin gewesen sein. Könnte mir tatsächlich also es kann sein, dass Peter und Jay rein theoretisch wirklich drei Rote hatten. Also weil wir wirklich so viele Blauen jetzt gezogen haben. Okay, das ist jetzt trotzdem die Frage, wem vertrauen wir denn dann jetzt? Mir. Peter. Ich finde das aber trotzdem sehr komisch, wie Jay sich dass Christian ja, das gerade, wo er die Blaue mit Dalu zusammengelegt hat, tatsächlich zwei Blaue gezogen hat. Und dann ärgerlicherweise halt Hat er doch zugegeben. Achso, das habe ich nicht mitgekriegt. Okay. Ja, dann musst du auch mal zuhören und nicht die ganze Zeit nur rumschreien. Aber nach deiner Taktik, Jay, sind jetzt zwei Blaue und Dalu-Faschos, oder was? Rotartig. Was? Wer? Ich weiß nicht ganz, wer Fascho ist. Nee, ich hatte gerade also Christian safe, weil ich den ja gut, okay, das weiß ich mittlerweile. Aber wer denn sonst noch nach deiner Meinung? Kurze Zeit, also du sowieso bei mir? Also gerade, ja, weil du halt dir, die ganze ich bin Zeit bei dir immer. Nee, weil du die ganze Zeit Christian verteidigst und die ganze Zeit dich halt auf dieses eine Argument festigst, dass ich das ja ich zwei den Argumente. Handy-Leute zeigen wollte. Ich habe zwei und Argumente. Dann haben wir noch, ja, Dalu oder Sepp. Ich habe zwei Argumente, die sind beide nachvollziehbar. Warum Liberale. Peter ja, wir haben beide blaue gelegt, deshalb. Also Jay, ich glaube, die Liberalen aktuell sind Sepp, du, ich und entweder Dalu oder Micke. Ja, das glaube ich, ja. Wobei ich mir bei Bram noch nicht so ganz sicher bin. Weiß ich nicht. Vielleicht ist auch Bram dumm gerade. Kann sein. Was heißt denn dumm? Dann war dein Move halt super dumm. Nee. Also. Ich hab einen Faschisten erwischt. Der war klug. Ja, das stimmt. Dass du einen Faschisten hast. Aber das macht dich nicht. Das stimmt, clean. Dass ich einen Faschisten hab. Okay, gut. Jay, ich muss Bram recht geben. Wenn du liberal bist. Dann hast du richtig was scheiße gespielt. Nicht bezweifle, dann hast du nicht unbedingt so gut gespielt. Du hast halt nicht für die Runde gespielt, sondern ganz für dich alleine und das ist richtig. Dann super schwierig, genau. Ja, okay. Weil du dann halt automatisch hab ich da den Ego-Move gemacht. Das kann ja, genau. Sein. Ja, ohne den vernünftig zu erklären und deswegen kriegst du halt hart wie Gegenwind. Und ich nur hab halt so genau. Gute Freunde wie ich, die dich verstehen vom Herzen, die wissen halt, was Peter, du so meinst. Peter mir ist doch gerade nur dafür. Peter, richtig Honig ums Maul, das gefällt mir. Ist das Hitler oder was? Was ist los, Peter, ey? Keine Ahnung. Ja, genau. Ich Alter, ach, keine Peter, Ahnung, ich Peter. Donald so. J. Woher soll ich das denn wissen? So, können wir weitermachen. Bram ist dran. Ja, Bram ist dran. Er zieht, ist korrekt. Wähl mich. Echt eine gute Frage, ey. Ich würde jetzt auch Dalu wählen, glaube ich. Ja. Gegen Dalu spricht nichts. Dalu oder Mikkel. Das stimmt. Gegen Dalu spricht nichts. Ja, also Dalu leider anrechnen muss, ist, dass er bei Christian gefragt hat, warum er die Blaue aber weggelegt hat. Könnte interessant werden. War zumindest also eine gucken gute Frage. Ja. Ja. Peter, bei dir ist das aber gleich. Du könntest auch noch Hitler sein. Es ist alles möglich. Aber dadurch, also ich habe jetzt ja noch die leise Hoffnung, dass Bram liberal. Nein. Warum bist du dagegen, nicht? Dalu? Weil Mikkel und Sepp dafür waren, Bram ja natürlich auch. Jay und Chris nicht im selben Team sind, dann ist auf jeden Fall einer der Faschos auf jeden Fall dafür, mich zu wählen. Oh Gott, der Dalu zerdenkt wieder. Nee, ich habe ja. Er hat schon recht. Ich wollte nur zeigen, dass ich da nicht bei bin. Achso. Er hat schon recht. Deswegen gute Denke. Ich bin ja auch mal tatsächlich liberal. Ja, wie gesagt, tut mir leid, aber da liegen halt schon drei Blaue in der Mitte. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, du musstest mir zwei Rote geben? Wir haben neu gemischt. Ich weiß. Aber das Länder ist daran, dass da schon drei in dem Blau in der Mitte liegen, heißt die Hälfte aller Blauen sind raus. Okay, denn das ist zumindest genauso trustworthy wie Bram. Das ist das Gute. Von 12 Karten. Weil er ja auch eine rote gelegt hat. Das ist doch schön. Ja, also, wir haben wieder gleiches Gewicht. Drei Blaue drin gewesen. Was ist das für eine Wahrscheinlichkeit? Ja. Boah. 3 hoch 9? Relativ hoch, dass Bram Fascho ist. Ist das nicht 25%? Wahrscheinlich. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Oh, Jay, ja, gleich Bram kommt der Frust erst nochmal richtig krass, wenn die Faschos es schaffen, jemanden abzuschießen und du dann weg bist oder sowas. Ja, das wäre. Das wird nochmal geil. Du durchlässt so gerade meine Stufen, ey. Das ist so. Wen mache ich denn zum Präsi? Das ist geil, oder? Mich. Ich wäre gern Präsi. Ja, mach mich zum Präsi, Bram. Ich will wenigstens den richtigen. Das ist mir schon klar.
dass du mich nicht wehren willst, du Fasso. Ja, natürlich nicht, ganz ehrlich, du bist doch, mich du oder hast doch Chris? So viel Schlechtes gemacht mit dem Spiel. Ich hab so liberal, Mikkel, warum denn? Und wenn du liberal bist, dann hast du richtig egomäßig gespielt. Und eine rote Karte hat er gelegt, oder? Und einen Fascho erwischt. Wie viel, krass, was hast du gemacht? Ja, zwei rote Karten. Klar, natürlich, rote kann, man jetzt, Karten. Nice, natürlich kann man das jetzt darauf beziehen. Nein, er hat eine blaue, aber darauf würdest du dich ja jetzt dauerhaft. Und der Ego-Move war, der hat Peter halt nicht confirmed. Und von Dalu eine rote. Der Ego-Move war, von mir hat er eine blaue gekriegt. Genau, ich habe eine blaue. Ja, und ich hab, Peter sollte gewählt werden, da waren alle für am Tisch und trotzdem hat Jay den Ego-Move gemacht. Ja, und was ist daran jetzt so schlimm gewesen? Wem mich das Fascho erwischt. Und dass ich will immer Mikkel. Noch nicht wissen, was Peter jetzt ist. Also was? Nein. Jay auf keinen Fall. Ist, Mikkel? Ja, natürlich. Dalu oder mich? Dalu oder mich? Nee, Mikkel nicht. Ich würde mich nehmen. Ich würde mich nehmen. Jetzt nimm Sepp. Ich bin oder für Peter. Dalu oder Sepp. Mikkel nicht. Dalu geht auch. Auch für Dalu oder Sepp. Doch, ist außerplanmäßig. Ich kann auch mich wählen. Sepp. Nämlich Sepp. Das ist jetzt das aber ist auch interessant, gut. Dass er jetzt das nicht Dalu nimmt, sondern Sebastian. Warum, jetzt Bram? Muss ich mir nur überlegen, wen ich wähle. Naja, ich finde halt Dalu und Sepp trustworthy. Also und in der Runde halt spielen Dalu und ich eigentlich noch am liberalsten. Ja, und auch von den so, und von ich weiß halt nicht, ob Peter und Jay, sagen, ob Peter und Jay im gleichen gut. Team sind, könnte halt sein. Weiß ich halt nicht, weil die so mega krass zusammenhalten. Warum hast du dich gegen Dalu entschieden und für Sepp? Also du hast einfach gesagt, okay, ich habe mich halt für Sepp entschieden. Aber Dalu ist danach eh dran. Keine Begründung irgendwie. Dalu ist danach ich hatte eh halt dran. Die Auswahl zwischen den beiden. Ich wollte, hatte erst Mikkel gehört, dann ist Mikkel Leben, dann habe ich gesagt Sepp. Und dann bei Sepp gesagt, dein eigener Vorschlag war unter anderem Sepp. Und dann dachte ich mir, okay, gut. Und jetzt hörst du plötzlich wieder auf den blöden Fascho Peter. Nee, aber ich glaube halt auch, dass Sepp habe ich nie gesagt, ich habe Dalu gesagt. Ich glaube halt, dass Sepp auch liberal ist. Ziemlich hoch wahrscheinlich. Deswegen ist das halt cool für mich, wenn der jetzt gewählt werden soll. Ich bin vielleicht gar nicht mehr dran, wenn jetzt Hitler gewählt wird. Ich kann. Das wird sehr, sehr schwer. Wähl mich, ich bin liberal. Aber du hättest mich ja auch nicht wählen können, ne? Dalu kann ich jetzt nicht wählen, ne? Nee, Dalu kannst du jetzt nicht wählen. Oder also, man kann zumindest festhalten, glaube ich, dass Jay, selbst wenn er Fascho ist, sicherlich nicht Hitler ist bei der Spielweise, die er heute an den Tag legt. Was ist denn jetzt bei außerplanmäßig? Sind die Schilder außerplanmäßig? Kann er mich wählen? Ja. Darf ich ihn wählen? Wieso willst du Dalu wählen? Weil ich der Liberale bin. Ja, weil ich Dalu wählen möchte. Ja, das kann weil ich mit Dalu irgendwie ganz cool bin. Vier Leute, die gleich liberal sind. Ja, genau. Vier Leute, die gleich liberal sind. Einer davon will mich gerade wählen. Kann man das denn wählen? Ja, aber müsstet ihr nicht zustimmen, dass Jay nicht theoretisch der wenigste Hitler ist? Bei seiner Rumbrüllerei und so? Herr Peter, warum argumentierst du dagegen? Wogegen? Weil Dalu vielleicht Hitler sein. Du hast gerade selber noch gesagt, du möchtest Dalu wählen. Ja, als Präsident. Aber ich bin mir nicht sicher, ich bin mir sicherer, dass Jay nicht Hitler ist, als dass Dalu nicht Hitler ist, wenn du das verstehst. Ja, aber Peter, man kann natürlich jetzt auch so rumsehen, du spielst die ganze Zeit für Jay und Jay hat von mir aus vielleicht einen schlechten Move gemacht, vorhin mit der Ego-Tour, der ist Hitler und sollte das eigentlich nicht machen. Und du verteilst ihn jetzt und versuchst es halt genau das zu schaffen. Ja, aber ganz ehrlich, so kacke ist Jay jetzt auch wieder nicht. Nee, aber der hat den einen schlechten Move gemacht, weißt du? Der glaubt der Bram eigentlich, der schreit einfach wieder nur rum die ganze Zeit. Das ist kein Schreien. Doch. Der ist weniger darf ich dich denn wählen, Dalu? Ja. Ich weiß das bleibt jetzt immer noch im Raum. Nicht. Das steht oben im Notebook, müsst ihr einfach draufklicken. Ja, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, Sepp. Warum sträubst du dich da jetzt so? Ich bin also, doch auf jeden Fall ich habe doch eine relativ klare Argumentation. Ja, gemacht, warum Peter das hat ja, vorhin hast selber gesagt. Ich habe klare dagegen. Was hast du klar gesagt, Peter? Du ich hast gesagt, klar gesagt, dass es doch offensichtlicher ist, dass es unwahrscheinlicher ist, dass Jay Hitler ist, als dass Dalu Sepp, Hitler jetzt ist. Pass mal auf, was wir machen. Ja, wir beide machen jetzt was. Nein. Du wählst diese Runde mich, dann werde ich Presi und ich will Jay. Nein. Was? Wo ist denn da die Logik? Warum? Wir vier sind denn da die Logik? Warum nimmst du das kann nicht sein. Das kann natürlich kann doch sein. Nicht weil ich dann keinen mehr wählen kann. Ich bin aber Präsi danach. Ja, dann kannst du nein, doch Peter kann wählen. Nicht. Dann kannst du doch Peter wählen. Wenn jetzt das eine will blaue, ich nicht. Wenn jetzt aber eine blaue kommt, kannst du doch dann Peter wählen, weil ja dann offensichtlich ich nicht Fascho bin. Ich würde doch nicht er kann doch auch jetzt mich wählen und ich kann doch dann dich wählen. Wenn ich der Kanzler werde. Das macht doch viel mehr Sinn. Also laut den Regeln steht da, choose any other player at the table. Was steht denn das? Auch als Kanzler? Presidential powers. Da steht jetzt, the president chooses any other player at the table to be the next presidential candidate by passing the player to the presidential play cards. The player nominates a counselor candidate in this election procedure as usual. After a special election, the president returns to the original order. Mehr steht da nicht. Also ich würde sagen, man kann jeden wählen. Weil also sonst müsste da ja eine Einschränkung stehen. Genau, würde ich jetzt auch sagen. Das heißt, von mir aus können wir gerne machen Sepp und Dalu. Ich hab, wobei ich jetzt nicht zugehört, was ihr gerade gesagt hattet. Ich finde auch nicht schlecht, dass Dalu danach Jay wählt, weil danach wird mein Plättchen weggenommen. Warum das nicht, Jay? Warum das nicht?
Weil ich nicht weiß, ob du Hitler bist. Weil plötzlich alle da, die wollen nicht alle wählen. Nein, merkst nur Sepp will mich wählen. Nur Bram. Ich will Bram ihn aber gerade auch. Das ist doch dann schon wieder strange. Und das macht mich Sepp hat gerade in den Regeln gesucht, ob da was gegenspricht. Ja, das will ich nur klarstellen. Ich hab das gesucht. Christian hält sich halt vollkommen auch nur noch raus. Ja, Bram hat da gesucht, ob da was gegenspricht. Der mich erwischt. Ja, Christian hatte. Kann nichts mehr sagen. Da ist alles verloren. Ja, wenn ihr mir glaubt, dann müsstet ihr mich doch auch wählen können. Ja, aber guck, wir brauchen doch noch zwei Runden. Deswegen, und ich bin danach damit wählen. Und ich kann dich doch nur wählen. Ja, aber warum, was spricht denn jetzt dagegen, mich als Kanzler? Wen soll ich denn dann wählen gleich? Mich, aber dann kann ich danach nicht wählen. Und warum soll ich dich nicht wählen? Warum vertraust du Peter mehr als mir? Weil Peter die von Anfang an auf meiner die Seite die Roten war. Gelegt hat. Nee, ja, von ja, genau, Anfang eine! Seite ich habe drei Rote gezogen, ey. Peter, weil die ganze Peter vertraue Peter ich. Hat bis jetzt nichts gemacht, außer also eine Rote zu legen. Der hat doch viel geredet, hab ich. Peter ist sowas von safe-liberal, weil er halt auf meiner Seite ist. Ja, ich, was soll ich denn sagen? Aus meiner Sicht natürlich vertraue ich. Versetzt euch doch mal in meine Lage. Nee, das wollen wir nicht. In seiner Lage müsstest du zumindest zuhören. Witzig. Jay, warte mal. Jay, warte doch mal. Wenn wir da Louis Mach, was du willst. Hör doch mal Sepp zu, Alter. Willst du mich verarschen? Gibst du jetzt schon auf? Das ist aber schwach. Tut mir leid. Das hat aber nicht lange gedauert. Also, okay, Sepp, ich höre jetzt mach es einfach, Sepp. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt Dalu wähle, kann danach Dalu Jay wählen. Ja. Dalu danach mich nicht wählen. Ja. Den Regeln nach ist Dalu gewählt. Und dann wählt Peter. Wieso ist Dalu gewählt? Weil Sepp das Ding da vor Dalu gestellt hat. Nee, das stand da vorhin schon. Wähl und Peter. Wir wussten noch nicht, ob die Regel gilt. Wähl doch Peter. Hey, wer nicht? Ja, warum denn Peter? Weil Peter, ich in Dalu am meisten vertraue. Weil ich dann gewählt werden unbedingt kann. Nicht wählen. Ja, weil Jay ich Angst will. Habe tatsächlich. Ja. Ich habe Angst, dass und du Hitler bist. Du hast Angst, dass ich Hitler bin, aber ich soll dich dann wählen. Du sagst doch die ganze Zeit, du willst mich wählen. Ja, genau, aber du mich ja nicht. Ja, ich finde das ja gut, wenn ich gewählt werde, damit ich halt wenigstens noch liberal bin. Was sagen eigentlich Christian wählen, weil der ist Fascho. Ja, super Sache. Einen roten. Ja, da liegt eine rote, da kannst du den abschießen. Warum ist der denn plötzlich eigentlich Fascho? Dann bin ich ja doch liberal. Wenn du den von mir aus. Ja, pass auf, ich versuche mich natürlich auf diesen liberalen Gedanken einzulassen, ja? Ja, dann wählen wir doch nicht einen absichtlichen Fascho, wenn ich doch liberal bin. Ich würde doch nicht Christian anpissen, wenn ich Fascho bin. Fascho kann doch immer noch Hitler sein, Bram. Also da ist die Chance sogar höher, dass er Hitler ist. Peter, du siehst doch wohl eindeutig, dass nicht zu wählen nicht schlecht ist. Ja, ich sehe, also wenn ich dir jetzt vertrauen würde, Dalu, ich bin auch tatsächlich kurz davor, dieser ganzen Nummer zuzustimmen, wenn jetzt die anderen nicht auch dafür wären. Das ist so ein bisschen das, was mich auch noch stutzig macht. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Mikkel und Christian haben dazu nichts mehr gesagt. Ja, das ist richtig. Ja, das und ist Bram gut. War dafür und das verwirrt mich. Bram hatte bei eurem ganzen Geschrei langsam nicht mehr durch, das ist mein Problem. Was sagst du denn also dafür? Für mich hat Peter für mich persönlich, jetzt komme ich aus der Jay-Sicht, wo ich argumentiere, wie ich mich fühle und so, hat Peter für mich ein großes Hitler-Potenzial. Ja, das ist so meine Persönlichkeit, da kann ich leider nichts dran ändern. Nee, ich weiß. Ja, Snob. Jay, ich würde einfach sagen. Sagst du ja, dann haben wir keine Ahnung. Ich würde einfach sagen, wir probieren es. Wenn wir verkacken, haben wir halt verkackt. Dann ist das halt so. Mein Gott, ist ein Spiel. Ich kann nichts mehr anklicken. Ja, okay, alles klar. Warum kann ich nichts anklicken? Du klickst gerade Wohlsachen an. Du schiebst hier alles durch die Gegend, Alter. Okay, bei mir bewegt sich nichts. Das ist halt, wenn man ständig minimiert, wa? Nein, ich habe kein einziges. Peter hat das Schild geklaut. Ja, aber das hat mir Sepp hier gerade reingeschoben. Sepp muss noch entscheiden, wo das hingeht. Kann er jetzt hier noch spielen? Ich muss mal im Neu joinen. Ja, kann man so ein bisschen weiter anbrüllen in der Zeit. Ja, tatsächlich aktuell noch gar kein Brüllen. Nicht mehr. Was? Wo ist der mein ich muss mich wieder aufrappeln. Da. Ich darf nicht, Peter sagt schon, ich muss dagegen ankämpfen. Ja. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie Jay und Peter so zusammenarbeiten können, obwohl ich finde das auch krass. Ich bin auch wirklich erstaunt drüber, dass Peter mir da so schnell geglaubt hat. Das ja, genau, und andersrum aber halt auch. Aber weißt, ist der Einzige, der mir geglaubt das Gefühl, hat. Ja, genau, aber das heißt, das Spiel basiert bei dir nur darauf, dass wenn ich dir die ganze Zeit zuspreche, ich habe eine Sekunde Verzögerung, aber ich kann nicht automatisch für dich liberal. Bist aber der Einzige, muss irgendwo an dir liegen. Also ja, Jay spricht dir die ganze Zeit zu, aber deswegen ist er doch nicht automatisch liberal, vor allem er hat keine blaue gelegt. Ja, weil er einmal eine rote aber gelegt hat. Ja, aber der hat gar nichts gemacht. Du hast zwei rote gelegt, Bram. Ja, aber der hat ansonsten nichts ich gemacht. Ja, weil er auch noch nicht machen nicht konnte. Wurde. Was ja, soll aber er wieso ist denn der trotzdem liberal, nachdem der nichts getan weil hat? Weil er die ganze Zeit mich, weil er die ganze Zeit logisch ist aus der liberalen Sicht. Das ist halt auch ein Menschenverständnis-Ding, Bram. Ja, das heißt, man muss Jay nur Höhlungssystem ausspielen, schon ist er immer für ein.
Nein, der hat jetzt einfach so, wie ich mich gegeben habe, denkt er halt, okay, das klingt richtig. Also wir machen jetzt Ja, Peter, ja? Du hast Dalu gewählt, richtig? Wir machen jetzt Ja. Ja, ja, das, also Dalu kann wirklich Hitler sein, sagen wir auch nochmal für die Zuschauer. Wir trauen der ganzen Nummer nicht so, aber da bewegt sich hier nicht weiter. Also los geht's. Haben sie jetzt gewonnen? Ja, alle machen Ja, GG. Ah, da haben alle Ja gewotet. Ich bin nicht Hitler. WTF? Wirklich nicht? Und dann drücken alle Ja. Wie kann das denn sein? Ich dachte gerade so, what the fuck, wir haben verloren. Ich auch. Ich dachte gerade auch wirklich, ich dachte auch, weil er sich Also, wie gesagt, das war von vornherein klar, da du eigentlich nicht Hitler ist dieses Mal. Wie können denn jetzt alle Ja sagen? Ja, komm, ich glaube, dass der Fascho sein könnte. Das kann doch nicht sein. Du darfst jetzt aber ich denke gerade irgendwie die ganze Zeit. Ja, ich hab ein bisschen Delay beim Ziehen, oder? Ich echt Hitler-Potenzial, wenn ich ganz ehrlich bin. Du spielst so mega ruhig. Und Bram haben die gleiche Meinung, das ist ja verrückt. Ich weiß, das ist echt verrückt ausnahmsweise, aber du spielst halt so total ruhig, versuchst die ganze Zeit Jay auf deine Seite zu halten. Und so quasi, wenn Jay vermisst, der Liberale ist, dann gibt's halt auch die anderen zwei Faschos am Tisch. Und wenn ja, du genau, das bist, ist auch meine Vermutung. Weißt du, dann denke ich mir halt so, ja, weißt du, gar schon so versucht, dann wähl passiert. Doch mich. Ich bin sehr interessiert jetzt gerade an der ganzen Nummer. Wieso gehen da zwei? Achso, weil da Dalu ist. Okay, Jay ist schon mal, Sepp ist irgendwie gar nicht glücklich. Dalu macht jetzt irgendwelche Spökske, zeigt noch sein Handy. Dann macht den nochmal groß. Sag mal, der Handy. Na? Sepp darf jemanden umbringen, hä? So, jetzt haben die Faschos gewonnen. Jetzt sag aber, bevor du wen umbringst, sag, was da war. Alter, Philipp. Ich will nicht, ich hab drei Rote gezogen. Ich hab das befürchtet. Ziehen immer alle drei Rote. So, das wird jetzt aber wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Ich hab kurz bevor ich Dalu gewählt hab, habe ich noch gedacht, so, scheiße, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt drei Rote ziehe? Ja, aber egal, das wäre doch egal, wen du gewählt hast. Alles klar. Das wäre weil wir da vorher nicht drüber geredet haben. Das fand ich doof, weil jetzt denken halt alle, hey, vielleicht hat er ja auch eine blaue weggelegt. Ja, man muss einen erschießen. Ja, du musst einen erschießen. Oh, muss erschossen werden. Mach einen Freiopfer. Wobei lieber nicht, du bist liberal. Wer möchte denn? Komm. Christian, habe ich gehört. Naja, Christian ist halt von mir. Ich würde Peter oder Jane nehmen, ganz ehrlich, die brüllen gerade schon wieder am lautesten. Ja. Krass, ich will auch auf jeden Fall Mikkel nehmen! Ja, bei Mikkel ist er aber Mikrofon im Zweifel und nicht, weil der so seine Stimme. Ey, wir haben aber gerade wirklich nicht gebrüllt. Mikrofon, ist ja, nee, ich meine nicht gebrüllt im Sinne von gebrüllt, aber ihr habt gleich irgendwie jemanden wieder hervorgezogen, den ihr opfern wollt. Logischerweise den. Guck mal, ja, Peter, warum glaubst du Christian? Langsam im Punkt. Weil ich ihm vertraue, Mikkel. Ja, aber das. Mikkel kannst du nicht mehr. Ist ja schon öfter auf die Nase gefallen. Peter, du kannst doch Mikkel. Echt jetzt? Du vertraust Mikkel noch, nachdem er. Nein, hey, mit dir habe ich gar nicht geredet gerade, Jay. Lol, okay. Ich habe mich vielleicht gerade mit Mikkel unterhalten, da kannst du nicht so reingrätschen. Das passiert auch ab und zu mal, dass ich mit jemandem rede hier. Ja. Ja. Oh, voll uncool. Sepp, liberal. Ja, für mich sind es Christian, Bram und Mikkel. Kann gut sein. Ja, für mich. Kann sehr gut sein. Auf jeden Fall. Jay vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat Jay sich auch auf Peters Seite ziehen lassen. Für mich ist es gerade leider so schwierig. Und Peter versucht da ins Gegen zu shooten. Ich verstehe nicht, wieso. Bram, dein Problem ist, Bram, du hast keinen Kumpan. Nee, das Christian stimmt. Christian und Mikkel sind so ruhig, dass du keinen Partner hast. Ja, also für mich bleiben halt Mikkel und Christian sind so ruhig und machen halt gar nichts, dass sie halt irgendwie gar kein Gewicht mehr in diesem Spiel haben. Peter und Jay versuchen sich zu erklären. Du natürlich auch. Aber es müssen halt drei Leute sein. Da Dalu für mich mein Partner ist, hast du leider keinen Partner. Was hat dein Partner gesagt? Du musst auf deinen Partner hören. Ja, wie gesagt, wenn du so der Meinung bist, der macht hat. Aber ganz ehrlich, du musst trotzdem zugeben. Wieso wehrt sich hier keiner? Jay, ganz scheiße. Christian ist auf jeden Fall Fascho. Ja, es wehrt sich kein Christian. Bisschen ist safe Fascho. Vielleicht ist er Hitler. Ja, aber was ist denn das? Seit wann spielen wir Secret Hitler? Ja, schieß mich, okay. Nimm ihn. Ja, guck mal, wenn er sich nicht mal wehrt, dann ist es so easy. Richtig, also ich würde Peter nehmen, ganz ehrlich. Nicht Peter. Also ich bin halt auch, also bei Peter könnte ich mir Hitler-Niveau vorstellen und Jay ist für mich irgendwie schon Fascho. Und ich verstehe halt nicht, warum die beiden so hart zusammen. Und ich verstehe halt nicht, warum ihr beiden so krass zusammenarbeitet. Ja. Weil ihr gibt dafür gar keinen Grund. Ja, nur Vertrauen. Dreierkonstellation nur noch. Also es hat sich nicht aus dem Spiel herausgegeben, dass ihr irgendwie euch vertrauen könnt. Jetzt versuchen sie noch ihr Häutchen zu retten. Ja. Was heißt ihr? Ich arbeite auch nicht mit Mikkel zusammen. Also was Mikkel labert, ist mir halt auch vollkommen wurscht. Unanstrengender wäre, wenn du Bram killst. Dann werden wir wenigstens nicht mehr so die ganze Zeit so im Gegenwind. Ja, aber dann laber ich einfach weiter. Ist so gut. Nee, aber Bram ist gut und wichtig für das Spiel, Jay. Ja, das stimmt. Dann nehmen wir einfach Christian. Der ist vielleicht Hitler. Das ist wichtig. Wäre cool. Nein. Direkt den Hitler. Nee, ich glaube, dass wir Mikkel haben.
Ja, meinst du, wir haben diese Runde Mikler? Ich glaube, wir haben einen Mikler. Ich glaube langsam, Peter, Dalu und Jay sind die drei. Das glaube ich langsam. Ja, das ist tatsächlich jetzt noch der Engel, den ihr arbeiten könnt, um Sepp zu verwirren. Sepp, das wäre noch eine Möglichkeit. Buddy, aber Sepp lässt sich nicht verwirren. Ja, aber Sepp hat sich zu deinem Buddy machen lassen, Dalu. Nein, war schon Anfang an. Nee, Dalu hat richtig weil ihr die gleichen Rollen habt, oder? Richtig gute Sachen habe ich gemacht, hast du gehört? Dalu, hör auf mit diesem Ton. Ja, willst du dich verarschen? Und Sepp ist reingefallen. Schön in den Honigtopf gefallen. Ich liebe ihn. Aber Sepp, jetzt geht es auch nochmal logisch an. Was spricht denn dafür, Peter zum Beispiel am Leben zu lassen? Alles. Du bist ein guter Mensch. Ich bin. Nee, jetzt innocent. Hat aber die Klappe. Du bist doch gleich gefragt. Nee, alles. Im Endeffekt würde ich wahrscheinlich eher Jay töten als nein, Peter. Okay, nein, okay, dann halt die Frage Peter, bei Jay. Für Peter stimmt. Hä? Ich habe eine rote gelegt. Du hast zwei. Warum aber Jay erklärt sich genauso gut, Bram, wie du. Und damit sind seid ihr beide für mich halt. Gleichgewichte. Ich hab dich auch nicht so gut Faschobram erklären. Jetzt halt hauen wir doch die einen auch in die Gesicht, ey. Sepp, wir sind doch ein Team. Jetzt schieß nicht Jay ab. Bitte nicht. Nee, Jay schieß ich auch nicht ab. Ja, genauso wenig wie Bram. Auch nicht Peter. Ja, aber Dalu auch nicht. Mit Bram, Mikkel oder Mikkel. Es muss Christian oder Mikkel sein. Ja, das finde ich doch schon mal gut. Ja, ist okay. Das ist schon mal sehr gut. Ein von den beiden kannst du gerne. Das ist mir sogar egal, wen. Das ist mir auch relativ egal. Wobei Christian halt sicherer ist. Also, Mikkel kann natürlich sein, dass er uns jetzt noch voll überrascht. Blödsinn. Wieso ist er sicherer? Weil ich deine Membership-Karte gesehen habe. Da stand Fazist drauf. Und gelogen hast. Alles kalt. Oder stand da Faszist? Moment, ich muss vergrößern. Ach, Faszist steht da. Ich du kannst das gerade lesen. Ich kann das nicht lesen. Ich habe das gerade vergrößert. Zwischen was überlegst du denn gerade? Hier, ich habe eine Idee, Dalu. Wenn ich jetzt Christian töte, tötest du danach im Zweifel Jay. Das Problem ist, das finde ich die ganze Dumme. Kriegen wir doch gar nicht mehr genug. Stimmt's? Ist doch egal. Aber mach klar, das. Klar, weil Christian okay. Und Jay nicht töte in einem Team töte mich danach, spielen. Wenn ich eine rote lege. Ja, ist okay. Töte nein. Mich danach. Es passt. Dann mach lieber andersrum. Mach lieber andersrum. Nee, mach lieber nicht andersrum. Doch, ich glaube, wir machen gerade einen großen Fehler. Oh Gott. Nee. Komm, Sef. Am besten weißt du, was mich am meisten stört, ist, ey, dass ich wieder schuld bin, wie das Ding ausgeht. Aber ich nee, Dalu, wir beide tragen also, mit gemeinsam. Ich meine, deine Entscheidung ist gut, aber warum sollte man nach Christian denn Jay töten, wenn du gerade noch sagtest, Jay und ich gar nicht? Weil Christian ja dann liberal wäre und nee, nicht verarschen würde. Weil Christian, genau, Christian und Jay. Ja, aber der Jay antwortet ja nur auf die Frage, bist du Hitler? Damit hat sich hier nichts geklärt. Er kommt ja nicht über Faschisten. Ja, aber man sieht es in unterschiedlichen Teams, also das. Die sind ja wohl kaum im gleichen Team. Jay will unbedingt, dass Christian gekillt wird. Ja, natürlich. Ja, klar sind nicht im gleichen Team. Oder Mikkel. Das heißt, aber Peter halt und Jay sind in einem Team und Mikkel und Christian. Das war Christian, das ist nicht abgelegt worden. Hä? Mikkel und Christian sind ja nicht unbedingt dein Team. Sind beides, die abgeschossen werden sollen. Das macht sich nicht. Okay, das nicht. Das Spiel ist vorbei. Ich hab ihn erwischt. Ja, ich war Hitler. Nice. Und? Jawohl! Jawohl. Nice. Boah, gut, dass ich. Gut, dass Christian das gemacht hat. Alles probiert. Ich hab voll aggressiv genau das wiederholt, was Dalu gerade vorhin gesagt hat. Du hast aggressiv da geredet. Was hat denn nicht, Jay? Doch, ich hab 1:1 genau das ganz normal gesagt. Sonst denke ich das doch nicht. Tut mir leid, ich hab das so vernommen, dass er für mich krass war, weil er gegen mich geshootet hat. Dann deswegen. Hast du richtig krass zwischen den Zeilen gelesen. Dann hast du alles besser gemacht darum als wir anderen. Darum geht's ja bei Secret Hitler, um zwischen den Zeilen zu lesen. So. Wer kann einen verarschen und wer nicht? Also halt kein krass. Anderer also hat Christian das gesehen, halt was Jay gesehen nicht hat. Aggressiv so ran. Naja, da hab ich, das habe ich auch wirklich auch nicht gesehen. Aggressiv fand ich das jetzt nicht, aber dann... Nein, also jemanden beschuldigen offensichtlich. Muss ich mich mehr zurückhalten. Ich habe übrigens am Anfang die blaue weggeworfen, die ihr die ganze Zeit gesucht habt, quasi. Aha. Na, okay, da hast du hin. Ah. Erwischt, der Mikler. Naja, man kann Alter, war das eine anstrengende gewinnen. Folge? Überhaupt nicht. Du hast ja anstrengend nicht. Gemacht. Ich hab die Kopfschmerzen des Todes, ey. Also, mach fertig hier, irgendwann komm. Einfach ja, aber du hättest ein bisschen mehr einbringen müssen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.